Endlich ist es soweit. Meine Website ist in ihrer ersten Form fertig. Das hat viel zu lange gedauert, trägt nun aber endlich Früchte. Früchte, mit denen ich nichts Geringeres will, als das deutsche Bildungssystem komplett zu überholen. Und dazu brauche ich euch. Jeden Einzelnen, und zwar als aktive Teilnehmer. Fangen wir vorne an. Ich habe beschlossen, dass YouTube nicht meine endgültige Heimat ist im Dezember 2020. Damals musste ich über 150 Videos von dieser Plattform hier löschen. Warum? Weil YouTube nicht möchte, dass ich euch etwas über offensive IT-Security beibringe. Dafür hat man mir einen Strike gegeben und ich bin nicht der Einzige. Kurz als Erinnerung, 4 Strikes und nicht nur ein, sondern alle meine Kanäle sind für immer weg. Für mich bedeutet das aber auch, dass das Themenfeld, welches ich am meisten selbst betreibe und was mir am meisten Spaß macht, das Themenfeld, wo ich eigentlich auch die meisten Serien noch geplant hatte und das auch am meisten von euch angefragt wurde, einfach rausfällt. Um ehrlich zu sein, war ich komplett fertig für eine echt nicht kurze Zeit, habe mich aber aufgerafft dazu, etwas Neues zu schaffen. Denn die Videos auf Patreon haben bei einigen von euch zu Problemen geführt und die Nutzung war alles andere als intuitiv oder leicht. Sehr lange habe ich überlegt, welchen Schritt ich gehen soll. Ich habe mich viel mit Kollegen unterhalten, viel mit euch geschrieben und mir Gedanken gemacht. Sollte ich meine Kurse einfach wie jeder normale Mensch auf eine dieser unzähligen Kursplattformen anbieten oder vielleicht weiter einfach als Datei rumreichen? Irgendwann hatte ich mir dann überlegt, dass es schon ganz toll wäre, eine eigene Plattform zu erschaffen. Und hier hat das Denken erst richtig angefangen. Ihr müsst wissen, vor diesem Projekt war ich bislang eigentlich nie als Product Owner oder Stakeholder tätig. Ich habe nie besessen, sondern war Entwickler. Und das hat mich vor einige Herausforderungen gestellt. Zunächst stand natürlich die Frage im Raum, was soll alles möglich sein? Videokurse wie auf YouTube, schön und gut, aber das muss natürlich sein. An YouTube stört mich aber zum Beispiel schon deutlich länger, dass wenn ihr beispielsweise Video 1 meiner Python-Reihe anseht, ihr dann auf der Startseite Video 25 empfohlen bekommt. Wenn ihr Glück habt oder ich Glück habe. Für einen Kurs ist das natürlich kompletter Quatsch. Meine Kurse sind Kurse, die sollte man auch in Reihenfolge sehen. Aber nur für dieses Feature muss ich noch keine eigene Plattform bauen. Übrigens, ich habe auch YouTube gefragt, ob sie vielleicht auf der Startseite Playlists einbinden wollen. Keine Chance. Das gibt es also eigentlich auch zuhauf im Netz und man hätte auch einfach hier was anderes nutzen können. Das wäre wahrscheinlich einfacher gewesen. Schwieriger wurden dann doch weitere Sachen, die ich zwar auch schon mache, aber noch nicht öffentlich. Ich bin ja als Dozent tätig und als moderner Dozent gebe ich tatsächlich hauptsächlich Webinare. Man muss ja nicht mal mehr in einer Schule vor Ort hocken oder in einer Hochschule, um Dinge zu lernen. Manchen Menschen ist es einfach auch schlicht unmöglich. Sie müssen für ihre Ausbildung oder ihr Studium dann eigentlich umziehen. Wenn sie Schüler sind, haben sie oft nicht die Möglichkeit dazu. Also, nächstes Feature. Webinare halten. In den letzten 2 Jahren haben mich enorm viele von euch angeschrieben und gefragt, ob ich sie nicht unterstützen kann, ob ich sie nicht beraten kann und einige Male habe ich genau das gemacht. Aber was genau ist eigentlich eine Beratung? Eigentlich ist das ein Webinar, das man nur mit einer Person hält. Also möchte ich auch Beratung über die Academy anbieten. Werden immer mehr Features. Damn. Und dann kam mir die große Erleuchtung. Mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ihr habt es vermutlich nicht groß mitbekommen, aber im Frühjahr 2021 hatte ich ein wahnsinniges Burnout. Ich saß eine Stunde vor einem ganz einfachen Skript und habe gerade mal 2 Wörter geschrieben. Ich habe mich in Themen eingearbeitet und nach 2 Minuten vergessen, was ich gelesen habe. Ich habe Code geschrieben, der nicht nur furchtbar aussah, sondern auch überhaupt nicht funktionierte. Wenn man sich selbst zu viel abverlangt, dann geht das nicht gut. Irgendwann klappt gar nichts mehr. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch wirklich jedes einzelne Kommentar nicht nur gelesen, sondern auch wirklich beantwortet. Mir wurde recht schnell klar, dass ich nicht all das leisten kann und euch weiterhin auch mit guten Streams, Shorts, Vlogs und den Tutorials versorgen kann. Die Recherche für den Kanal wurde nämlich auch von Woche zu Woche intensiver. Ich habe und hatte einfach einen Anspruch an die Qualität meiner Inhalte, die ich alleine nicht halten konnte. Zum Glück
habe ich mittlerweile einen Cutter, Grüße an der Stelle, der mir wirklich sehr, sehr viel Arbeit abnimmt. Ich habe einen Manager, Grüße gehen raus, der sich statt mir die Zeit mit Mails und Meetings totschlägt. Und ich habe einen Entwickler, der übrigens aus eurer Mitte kommt und für die Website das Backend geschrieben hat. Aber dazu nachher mehr. Mir wurde also klar, ich bin nicht der Einzige, der hier was kann. Ganz im Gegenteil, ich gebe euch ja mein Wissen weiter und lerne von euch auch so unfassbar viel dazu. Also, wieso sollte ich nicht euch die Möglichkeit geben, mitzumachen? Ja, und dann ist alles eskaliert. Ich weiß, man redet nicht über Geld. Ganz ehrlich, ich pfeife mittlerweile auf solche überholten Normen. Lasst uns über Geld reden. Nach dem Video, wo ich meine Videos gelöscht habe, habt ihr mein Patreon geflutet. Ihr habt mir unfassbare Möglichkeiten dadurch gegeben, die so noch nie da waren. Ich konnte eigentlich recht sorgenfrei mir einige Stunden jede Woche reservieren, um über die Plattform nachzudenken, die es werden sollte. Ich kann mittlerweile einen Cutter bezahlen, der nicht nur im Minijob angestellt ist, sondern als Werkstudent bei mir arbeitet und die Videos besser schneidet, als ich das jemals könnte. Jeder hat seine Stärken. Was sind also meine? Was ist meine Mission? Was will ich euch mit dieser Plattform geben? Ich habe mit The Morpheus Tutorials aus einer Überzeugung heraus angefangen. Ich finde, Wissen und Bildung sind Grundlagen einer jeden funktionalen Gesellschaft. Ohne Wissen gelingt es uns nicht, Krankheiten zu besiegen. Ohne Wissen gelingt es uns nicht, zum Mond zu fliegen oder Deutschland mal wieder einen Tritt in den Hintern zu geben, damit wir Energie für andere Themen haben. Jetzt haben wir aber noch einen wichtigen Punkt in meinem Kopf. Je mehr Menschen Wissen erlangen können, desto mehr können sie das lernen, was ihnen Spaß macht. Leider zeigt unser Schulsystem noch immer Tendenzen, die mir nicht gefallen. Aber dazu mehr im nächsten Video auf meinem Vlog-Kanal. Nun brauche ich also eine Lernplattform, die Wissen gratis vermitteln kann. Trotzdem brauche ich Geld, um die Plattform weiterentwickeln zu können. Ein Spagat ist nichts dagegen. Das kann ich euch schon mal soweit sagen. Ich habe Monate an einem Modell gefeilt und muss sagen, so wie es jetzt ist, bin ich zufrieden. Andere Plattformen verlangen zum Beispiel einen monatlichen Beitrag, wieder andere verkaufen Einzelleistungen. Ein vollständig kostenloses Modell scheint es nur mit Werbung zu geben und das ist Tracking. Was also tun? Ich habe mich häufig durch Zufall, manchmal mit Absicht, mit krassen Menschen abgestimmt und mittlerweile sogar eine GmbH für die Bootstrap Academy gegründet. Das finale Ergebnis sieht so aus. Die Bootstrap Academy kann und will euch Informatik beibringen. Klar, mit meinen Kursen hier auf YouTube, aber auch einigen Kursen, die so noch nicht auf YouTube sind oder die so noch nie auf YouTube sein werden oder die nicht mehr auf YouTube sein können. Ich produziere Tutorials im Vorfeld, da eine Krankheit sonst alles lahmlegen würde. Aber ich kann euch nun auch endlich wieder offensive Security beibringen. Diese Kurse finden wir in der Academy. Doch nicht selten fragt ihr mich, was ihr wann lernen sollt. Deswegen habe ich einen kompletten Skilltree erstellt, der euch genau sagt, was für euch wann sinnvoll ist. Wenn ihr einen gewissen Beruf ausüben wollt oder eine gewisse Fähigkeit erlangen wollt, dann braucht ihr Vorwissen. Das ist da festgehalten. Ich habe mich lange mit anderen ausgetauscht und denke, dass das Ganze aktuell solide aussieht und auch inhaltlich ziemlich stimmig ist. In diesem Skilltree findet ihr meine Kurse zu den jeweiligen Skills verlinkt, die ihr braucht. Ihr findet dort aber auch verfügbare Webinare und eventuelle Coaches, die euch bei eurer Reise unterstützen können. Ihr findet aber auch eine Möglichkeit, euch zu zertifizieren. Ja, richtig gehört. Ihr könnt nun echte Prüfungen bei mir direkt ablegen oder bei anderen aus der Academy. Anders als ihr das vielleicht von Online-Plattformen gewöhnt seid, sind diese Zertifikate keine Teilnahmezertifikate. Ich halte nicht viel von denen, sondern richtige, echte Prüfungen. Ich orientiere mich an den Prüfungen und der Art der Prüfung, die ich auch an den Unis selbst abnehme. Studenten kennen den Spaß. Falls ihr mal ein Zertifikat gemacht habt, kennt ihr auch einiges davon. Es gibt vor allem in den USA Prüfungen, die auf Quizzes basieren. Das ist die erste von drei Stufen.
Wollt ihr also beispielsweise ein Zertifikat, dass ihr die Grundlagen von Python beherrscht, müsst ihr erst ein paar Quizfragen beantworten. Anschließend geht's ins persönliche Gespräch mit mir oder einem Prüfer. Es ist also nicht mehr automatisiert. Wir prüfen euch dann, so wie bei einer mündlichen Prüfung in der Uni, stellen euch Fragen, die das Verständnis prüfen und schauen, ob ihr verstanden habt, was ihr da erzählt oder eigentlich nur auswendig lernt. Anschließend kommt Prüfungsphase Nummer 3, die praktische Prüfung. Hier müsst ihr selbst etwas tun, also beispielsweise ein Stück Code schreiben. Das ist natürlich hoch individuell und wird auch für jeden Prüfling natürlich extra erstellt. Am Ende kann ich und jeder, der das Zertifikat kennt, sicher sein, dass ihr wirklich könnt, was da steht. Jetzt weiß ich natürlich, dass ihr, wenn ihr schon im Beruf steht, keine Lust habt, wieder bei Adam und Eva anzufangen. Deswegen könnt ihr uns zusenden, was ihr schon könnt und wer euch das bescheinigt. Beispielsweise die Prüfung von der Uni oder der Ausbildung. Die tragen wir dann gerne ein, sodass ihr nicht von vorne starten müsst, sondern da anfangen könnt, wo ihr eigentlich wirklich steht. Da werden selbstverständlich auch neue Skills dabei sein, die wir noch nicht haben. Auch hier müssen wir individuell schauen, was wir machen. In dem Skilltree ist natürlich nicht alles drin und es macht auch keinen Sinn, alles direkt einzufügen, auch wenn ich das noch lange nicht anbiete. Deswegen können wir natürlich nicht alles direkt übernehmen. Habt ihr einen Skill erlangt, das heißt die Prüfung bestanden, habt ihr es geschafft. Im Skilltree geht's jetzt weiter für euch. Ihr könnt mit den nächsten Skills richtig anfangen und zum Beispiel euch auch prüfen lassen. Aber Morpheus, wie kann das denn alles gratis sein? Danke, lieb, dass du fragst. Kann es natürlich nicht. Deswegen haben wir die Morphcoin eingeführt, eine Art Premium-Währung, die nur in der Academy gültig ist. Und auch wenn der Shop aussieht wie eine Kryptowährung, keine Sorge, das ist nur eine interne Währung in unserem System. Da läuft keine Blockchain dahinter und ich habe auch keine Pläne, das zu ändern. Diese Morphcoin könnt ihr mit echtem Geld kaufen, wenn ihr das wollt. Übrigens, weil ich diese Mechanics von FIFA, League of Legends und Co. verabscheue, eine Morphcoin entspricht exakt einem Cent. Also 100 Morphcoin sind 1 Euro. Wie passt das jetzt mit meinem Gratis-Modell? Müssen die anderen Werbung gucken, um ein Webinar besuchen zu können? Nein, natürlich nicht. Morphcoins zu kaufen ist nur einer von aktuell 7 Wegen, um an Morphcoin zu kommen. Wie bereits gesagt, ich vertraue darauf, dass unter euch auch krasse Experten sind, die selbst richtig viel drauf haben. Deswegen könnt ihr auch selbst an den Inhalten mitarbeiten. Ihr könnt zum Beispiel mir Code oder PowerPoint-Slides schicken, die ich für Tutorials nutzen kann. Wichtig ist, dass hier alles wirklich stimmen muss natürlich und ansonsten werde ich einfach überflutet mit PowerPoints und kann damit nichts anfangen. Ihr müsst außerdem also zuerst den Skill haben, also beispielsweise Python-Grundlagen, damit ihr mir dort Ergänzungen schicken könnt. Falls das so ist, kriegt ihr genau dafür einige Morphcoin gutgeschrieben. Die könnt ihr dann ausgeben und gleichzeitig hat ganz YouTube was davon. Kleiner Spoiler an der Stelle, mit den meisten meiner Tutorials verdiene ich nicht viel Geld. Hier ein kleiner Screenshot. Wenn es 2 Euro an Werbeeinnahmen sind, dann ist das eigentlich schon ziemlich viel. Aber ich sehe das als Großes und Ganzes. Sollten aber meine Einnahmen die Ausgaben übersteigen oder es einfach zeitlich nicht mehr machbar sein, muss ich da natürlich pausieren. Solltet ihr aber auch Interesse haben, selbst Vorlesungen zu halten, ist genau das auch möglich. Ihr könnt sowohl als Coach bzw. Berater und auch Webinare natürlich selbst halten. Auch dafür bekommt ihr Morphcoin und könnt die dann wieder ausgeben, um selbst Neues zu lernen oder Zertifikate zu erwerben. Selbstverständlich könnt ihr auch selbst Prüfer werden und Prüfungen vorbereiten und abnehmen. Natürlich immer nur die für die Skills, die ihr selbst schon bestanden habt. Und genau dafür gibt es auch Morphcoin. Und da ihr für die bisherigen Tätigkeiten alle einen Skill braucht, hier noch 2, die ihr einfach immer machen könnt. Wir haben selbstverständlich ein Bug-Bounty-Programm. Das heißt, wenn ihr einen Fehler, eine Sicherheitslücke oder irgendwas anderes findet, was so auf der Plattform nicht stimmt, wenn ihr das findet, dann schickt ihr das am besten inklusive Reparaturvorschläge direkt an uns und bekommt dafür auch Morphcoin. Und zu guter Letzt, auf der Academy gibt es eine Seite mit Jobs. Darunter sind zwar richtige Jobs, aber auch solche, die nur von uns als Bootstrap Academy rausgegeben werden. Speziell einer wird vermutlich ein Dauerbrenner sein, die Coding Challenges. Die sind zwar noch nicht integriert, werden das aber vermutlich bald.
Aber wir brauchen regelmäßig neue Coding-Challenges oder auch andere Challenges, die dann später kommen. Und genau das könnt ihr gerne machen. In so einem Job ist dann also alles verlinkt, was ihr braucht. Und ihr könnt damit eine neue Coding-Challenge erstellen. Uns die schicken, wir fügen sie der Plattform hinzu, nachdem wir sie überprüft haben natürlich. Und ihr bekommt auch dafür Morphcoin. Kurz gesagt, ihr helft uns, die Plattform und den Content wachsen zu lassen und dafür könnt ihr die Plattform kostenlos benutzen. Das sind nicht nur Übungen für euch, die machen sich natürlich auch gut in einer etwaigen Bewerbung und nicht zuletzt sollen die auch Spaß machen. Und ja, aktuell ist nur eine Bezahlung in Morphcoin möglich, aber ich schließe definitiv nicht aus, dass auch Auszahlungen irgendwann möglich werden. Da müssen wir aber erst noch richtig viel testen und vor allem auch rechtlich alles abklären. Das hier ist der aktuelle Stand, aber ich bin noch lange nicht fertig. Zur Entwicklung der Academy und meinen Lektionen daraus möchte ich aber mal ein eigenes Video machen. Daher lasst uns über die Zukunft der Academy sprechen, denn die Entwicklung hat natürlich so lange gedauert, dass logischerweise noch längst nicht alle Features, die ich mir vorstelle, fertig sind. Um genau zu sein, befinden wir uns gerade bei der ersten Version oder wie andere auch sagen, Beta. Aus Beta, glaube ich, kommen wir wahrscheinlich nie wirklich raus, denn Beta heißt ja oft, wird noch weiterentwickelt und das soll ja noch eine ganze Weile so sein. Die Features aus der ersten Version sind nun alle vollständig und ich finde, man kann die Academy toll nutzen und gebrauchen. Aber um hier mal Tacheles zu reden, ich habe schon bis Version 8 Features geplant. Ich möchte euch besser miteinander vernetzen, ich möchte vieles automatisieren, was aktuell noch manuell läuft. Ich möchte auch Firmen, Hochschulen, Schulen und so weiter mit einbinden, aber auch meine anderen Videos, meine Vlogs und damit die Medienkompetenz und Security Awareness sollen noch einen Platz in der Academy finden. Sprich, ich habe noch einiges vor. Und dazu brauche ich auch euch. Mein Ziel ist, und damit ist es offiziell, nichts Geringeres als jedem Menschen, zuerst mal im deutschsprachigen Raum, die Möglichkeit zu geben, Informatik zu lernen. Das muss aber auch nicht das Ende der Reise sein, aber das schauen wir dann, wenn es soweit ist. Aktuell brauche ich euch, damit wir gemeinsam den Content machen, den ich jetzt schon seit unfassbaren 10 Jahren hier auf diesem Kanal veröffentliche. Ihr könnt mir dabei helfen, wenn ihr Experten seid auf einem Gebiet. Ihr seid krass beim Entwickeln von Software, Pentesting ist euer Spezialgebiet oder ihr seid einfach Data Science Gurus, immer her mit dem Content, immer her mit den Webinaren, immer her mit den Bugs und dem Code. Lasst uns keine Plattform bauen, wo am Ende eine Person als Gewinner rausgeht, sondern lasst uns einander dabei helfen, hier mal richtig was zu reißen. Ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf, ich hoffe ihr auch. Alles, was ihr braucht, ist dieser Link, den ihr natürlich auch in der Beschreibung findet. Viel Spaß!